Hallo Lieben, hier ist Nathalie mit den neuen Karten für den 3. bis 9. März. Ich habe jetzt drei verschiedene Kartendecks bemüht für die Woche und habe zuallererst kam die Akasha. Die Akasha, wenn kommt, heißt das, dass wir in unserem, mit unserer Vorbildrolle wieder ein bisschen mehr gefragt sind. Sie will sich wieder so ein bisschen einbringen, weil sie sagt, wir sollten uns wieder daran erinnern, dass wir einfach Vorbilder sind für viele andere Menschen, die vielleicht die Gesetzmäßigkeiten, die universellen, die hier herrschen, noch nicht so ganz verstanden haben, beziehungsweise noch gar nicht erkannt haben, so mit ihrem Verstand. Und dass wir da viel durch eigenes Vorleben viel einbringen können. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt durch die Welt laufen und jeden belehren wollen und sollen und immer alles besser wissen sollen und so weiter, sondern es hat wirklich was damit zu tun, dass jeder sich wieder so ein bisschen mehr daran erinnert, wie wirken denn die Gesetze? Was ich rausschicke, bekomme ich wieder, was ich ausstrahle, das manifestiere ich und bla bla bla. Also insofern ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze wieder so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmt, dass ihr wieder so ein bisschen mehr euren, ja, eurem neuen, neu gewonnenen Blickwinkel, den ihr so auf die Welt habt, richtig lebt, euch da auch nicht blöd vorkommt dabei, denn es gibt ja immer noch genügend Menschen, die wissen davon gar nichts und die haben von dem Gesetz der Anziehung bisher noch nichts gehört. Und da kommt man mit diversen, wie soll ich sagen, Belehrungen nicht so gut an, eventuell. Deswegen ist es wichtig, dass ihr schlicht und ergreifend euer Ding lebt, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr da wirklich ein Rollenmodell lebt und seid und vorführt sozusagen, und die Menschen, die sich da angesprochen fühlen, die die Fragen stellen, die werden sich dann einfach mehr um euch scharen und eben auch das Ganze mal von euch hören wollen oder sich das Ganze bei euch angucken und Fragen stellen und da so ein bisschen aufwachen diesbezüglich, was diese Gesetzmäßigkeiten anbelangt. Und viele Leute werden sich fragen, warum euch vielleicht Dinge wesentlich leichter gelingen, leichtfüßiger und eleganter, warum sich bei euch Dinge einfach ereignen, die sehr positiv sind, warum sich bei euch ausgerechnet Dinge beruhigen, leichter gehen, warum ihr einfach mehr zentriert seid, was auch immer. Die Leute werden sich fragen, und das ist genau der Punkt, wo ihr einfach Rollenmodell seid und was ihr euch für euch wieder ein bisschen mehr in Erinnerung ruft und da wirkt, einfach so seid, wie ihr seid und das auch so annehmt, wie ihr seid und euch da auch nicht blöd vorkommt in irgendeiner Form, wenn ihr einfach Ruhe bewahrt, wo andere meinen, sie müssen sich jetzt zu Tode werkeln, um irgendetwas zu erreichen. Macht einfach euer Ding. Die liebe Akasha unterstützt euch sehr dabei und sagt, das ist ganz genial. Jeder Einzelne, der dazu steht, was er gelernt hat, dazu steht, was er wieder erkannt hat, ist sehr, sehr hilfreich bis in den letzten Winkel des Universums sozusagen. Und deswegen kommt sie und erinnert und hilft und unterstützt. Und das findet die Woche ganz besonders statt. Was auch wichtig ist die Woche, ist, dass ihr euch wieder mal ein bisschen mehr um euren Blickwinkel auf euch selbst kümmert. Sprich, eure Schönheit wieder mehr seht. Dass ihr euch bestellt für euch selbst, euch wieder durch die Augen eurer inneren Führung zu sehen. Das fühlt sich nämlich wesentlich besser an, weil die innere Führung findet euch natürlich unglaublich genial in jeder Hinsicht, innerlich und äußerlich. Und das tut dem einen oder anderen mal wieder sehr gut die Woche. Wir stellen uns mit unserem kleinen Verstand ja oft gerne vor den Spiegel und sagen, na, das passt jetzt nicht und das ist nicht schön genug und dies und das und jenes. Und ja, verletzen uns dann eigentlich seelisch mehr, als dass wir uns gut tun. Und das soll die Woche mal wieder ein bisschen ausgeglichen werden durch Dinge wie, ihr gönnt euch mal wieder irgendeine Schönheitsbehandlung oder ihr gönnt euch irgendwas innerlich, äußerlich, was euch gut tut, was euch
erfreut, wenn ihr in den Spiegel guckt. Schaut einfach, nach was es euch ist. Und pflegt euch, freut euch über eure Schönheit. Die habt ihr innerlich wie äußerlich sehr. Freut euch bitte, das ist ganz, ganz wichtig. Und mit der ansteigenden Schwingungsfrequenz, die daraus erwächst, seid ihr dann gen Ende der Woche mit der Abundanz ja auch sehr wohl beschenkt. Die kommt dann auch noch. Es ist so, dass sich die Woche wieder, nicht nur am Ende der Woche, sondern die gesamte Woche, wieder Dinge für euch vorbereitet haben, die ihr bestellt habt und die ihr jetzt zulassen dürft. Das heißt, je besser eure Schwingung ist, je höher, besser gesagt, desto besser nehmt ihr das Ganze natürlich auch in Empfang. Daher auch der Zusammenhang mit der inneren, äußeren Schönheit, mit der Tatsache, euch wieder daran zu erinnern, wie wunderbar ihr eigentlich seid, wie genial ihr Dinge schon erkannt habt, was ihr alles schon erreicht habt, wie gesagt, auch schon umgesetzt habt. Es ist ganz wunderbar. Erinnert euch die Woche bitte wieder dran. Das fällt euch dann wesentlich leichter. Die vielen kleinen, großen, mittelgroßen, was auch immer bestellt, Geschenke anzunehmen. Die stehen jetzt an und die Abundanz hilft euch auch dabei, das Ganze zuzulassen. Also achtet die Woche ganz besonders, wie gesagt, drauf, euch wieder mit euch selbst ganz besonders wohlzufühlen. Das ist sehr, sehr gewinnbringend. Und wenn ihr wirklich sagt, Mensch, das fällt mir aber echt schwer normalerweise, dann verabschiedet euch schon allein von dem Gedanken und von dem Glaubenssatz, sondern nehmt dann einfach auch die Hilfe von oben in Anspruch und sagt, ich will das jetzt loswerden, beziehungsweise das brauche ich nicht mehr. Schnee von gestern, ich finde mich jetzt Stück für Stück wunderschön und kann mich mit euren Augen sehen. Und das bringt euch unheimlich viel. Der Zusammenhang zwischen sich selbst wohlwollend in seiner Schönheit auch sehend und empfangen können, da ist ein großer Zusammenhang da. Seht das bitte und übt das bitte die Woche. Habt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Geschenke und Gaben und Wohlstand. Alles, was da über euch ausgekippt werden möchte, wie ihr das so schön sehen könnt auf der Karte mit der Abundantia. Und freue mich natürlich auch wieder über euch, auf euch und auf nächsten Montag. Tschüss!